Im Mittelpunkt steht heute Susanne. Ich habe sie vor einiger Zeit durch den Kanal hier kennengelernt. Sie ist im Bereich Jenseitskontakte in Deutschland bekannt. Doch sie möchte die Aufmerksamkeit der Zuhörer unvoreingenommen auf das lenken, was sie heute zu berichten hat. Also belassen wir es bei Susanne aus Süddeutschland. Und ich hätte Susannes Bericht vielleicht gar nicht gebracht, wenn ich nicht durch eigene Erfahrung gelernt hätte, wie viel Wahrheit gefunden werden kann in dem, was wir heute hören. Deshalb kann ich nur jeden dazu aufrufen, nicht gleich abzuwinken, sondern sich erstmal die kleinen Episoden hier heute anzuhören. Für viele wird der Wert von dem, was wir hier gleich hören, sowieso schnell klar werden. Und wenn wir dabei im Kopf behalten, was wir auf dem Kanal in über 120 Nahtoderfahrungsberichten jeden Samstag gehört haben, dann werden sicherlich einige von uns heute in sich gehen und an ihre eigenen, eigentümlichen Erfahrungen denken. Sie werden sie möglicherweise in einem neuen Licht sehen. Und bevor es jetzt losgeht, der neue Kalender für 2023 ist pünktlich fertig geworden. Nicht nur habt ihr selbst die Motive ausgewählt, sondern es gibt diesen Kalender nirgendwo sonst. Ihr findet den Jahreskalender unter www.dodefi.net. Es gibt einen Link in der Videobeschreibung. Doch genug davon, beginnen wir mit Susannes Bericht. Meine erste Erinnerung an ein früheres Leben geht in die Zeit zurück, als ich ca. 4 oder 5 Jahre alt war. Ich muss aber betonen, dass das kein Traum war, sondern mehr eine Erinnerung. Diese war aber so stark und gegenwärtig, dass ich sie mit meinem kindlichen Verstand nicht vom jetzigen Leben unterscheiden konnte. Ich erinnere mich, dass ich im viktorianischen England lebte, im Bett war und im Sterben lag. Ich wusste einfach, dass es England war und dass es sich um das viktorianische Zeitalter handelte. Warum? Weiß ich auch nicht. Mein Alter in dieser Zeit war auch etwa 4, aber höchstens 5 Jahre. Mehrere schwarz gekleidete Frauen standen um mein Bett. Ich erinnerte mich auch, dass ich diese ganze Szene plötzlich von oben sehen konnte. Ich schwebte dort unterhalb der Zimmerdecke und konnte die Gedanken und Gefühle der Frauen erfassen. Ich konnte ihre Gebete hören. Auch erinnere ich mich noch an eine ältere Frau rechts von meinem Bett, die leise in ihr Taschentuch weinte. Ich habe später meine Mutter gefragt, ob ich diese Frauen, die für mich zweifellos Verwandte waren, nicht wieder treffen könnte. Ich fragte sie auch, warum nicht meine Mutter selbst und meine Tanten aus dem heutigen Leben am Bett standen. Doch meine Mutter meinte nur, ich würde wirres Zeug reden oder hätte einen merkwürdigen Traum gehabt. Doch es ging noch weiter. Ich sah plötzlich, dass man mich in einen kleinen Sarg legte, den ich als Truhe oder kleinen Schrank identifizierte, einfach weil ich die Details nicht verstand. Und überhaupt verwirrte mich die ganze Szene, die ich von oben sah. Es war eine Mischung aus Erstaunen und Verärgerung, die sich bei mir einstellte. Als ich sah, wie man den Sarg verschloss, wie sollte ich denn in dieser Truhe Luft bekommen? Und überhaupt, warum sperrte man mich weg? Ich war aber gleichzeitig traurig darüber. Ich verspürte aber auch Freude über die schöne weiße Wäsche, in die man mich gebettet hatte. Besonders das Kopfkissen gefiel mir. Es erinnerte mich an ein Babyfoto aus meinem jetzigen Leben, denn auch auf diesem gab es ein weißes Kopfkissen mit Rüschen zu sehen. In diesem Zusammenhang erinnere ich mich noch an einen Traum, dem ich lange keine Bedeutung beimaß, der sich aber von meiner frühen Kindheit bis zum Alter von etwa 30 Jahren ständig wiederholte. Ich befinde mich dort in einem Hallenbad im Wasser. Dieses Hallenbad hat aber optisch mit den heutigen Hallenbädern, die ich kenne, nicht viel gemeinsam. Es glich eher einem römischen Bad. Ich sehe auch Figuren, von denen ich nicht weiß, ob sie aus Stein oder Eisen sind. Und außerdem führt das Schwimmbecken ins Freie.
Man kann also vom Hallenbad in den Pool nach draußen schwimmen. Und ich weiß nicht warum, aber auf einmal ist mein Kopf unter Wasser. Ich habe das Gefühl, dass die Wellen über meinen Kopf schwappen. Ich kämpfe und kämpfe. Doch auf einmal wird alles schwarz. Doch ich weiß nicht, wie die Situation endet, denn jedes Mal wache ich vorher voller Angst auf. Ich weiß nicht, wie oft ich diesen Traum hatte, aber mindestens einmal im Monat, wenn nicht noch häufiger. Und jetzt kommt das Eigenartige. Ich war etwa Anfang 30, als ich mit meinem Mann nach Sussex in England reiste. Ich hatte keine Lust auf Action oder darauf, etwas Großartiges zu erleben. Die Landschaft und die weiten Weizenfelder genügten mir. Sie hatten etwas Vertrautes für mich. Und an einem Tag fuhren wir nach Bath, einer sehr alten Stadt in der Grafschaft Somerset, und dort sahen wir uns die historischen Bäder an. Und was soll ich sagen? Sie ähnelten genau jenem Bad aus meinem Traum, wo ich nie wusste, ob ich nun ertrunken war oder nicht. Und das Eigenartige nun ist, von diesem Tag an hörte der Traum, den ich gefühlte 25 Jahre immer wieder hatte, einfach auf. Es gab aber noch eine zweite Erinnerung, die mich im Alter von 5 Jahren emotional sehr berührte, was eigentlich für ein Kind in diesem Alter untypisch ist. Diese Erinnerung war eigentlich nur ein Bild von einer wunderschönen Naturlandschaft. Ich wusste instinktiv, dass es sich um meine wahre Heimat handelte. Es war der Ort, von dem ich herkam, aber von dem ich mich aus mir nicht mehr bekannten Gründen vorübergehend verabschieden musste. Noch intensiver als dieses Bild waren aber die Gefühle, die damit verknüpft waren. Das waren Gefühle von Geborgenheit, Liebe, Glück, Angstfreiheit. Ich mag die Zeit im September oder im goldenen Oktober, wenn wir mit schönem Wetter gesegnet sind und die Sonne schon tiefer liegt und die Natur in ein goldenes Licht taucht. Denn dieses goldene Licht und die warmen Farben sind es, die mich an die Landschaft meiner Herkunft so sehr erinnern. Ein warmes, goldenes Licht. Ich glaube, diese Erinnerung war es auch, die mir in dieser lieblosen Welt und dem strengen Elternhaus Trost und Hoffnung spendete. Ich wusste, dass ich nur vorübergehend hier bin und dass meine wahre Heimat woanders liegt. Und heute weiß ich, dass ich irgendwann mal wieder dorthin zurückkehren werde. In der Zeit zwischen dem 20. und 30. Lebensjahr schienen meine Erinnerungen zu schlafen. Vielleicht war der Grund dafür, dass ich sehr stark mit meiner Zukunftsgestaltung beschäftigt war. Ich heiratete und arbeitete an meiner Karriere in einer Bank. Aber etwa ab dem 30. Lebensjahr schienen sich eine große Hellsichtigkeit und auch viele Erinnerungen einzustellen. Sie drängten sich mir regelrecht auf. So träumte ich beispielsweise mal, ich sei in Kolumbien. Ich muss vorausschicken, dass es wieder mal mehr als ein normaler Traum war. Zwar träumte ich, aber es war mehr Erinnerung als Traum, denn dafür waren die Emotionen und Eindrücke viel zu wirklich. Wie gesagt, ich war in Kolumbien. Ich sah keine Landschaft oder Gebäude, sondern wusste einfach, ich bin in Kolumbien in Südamerika. Mir war bewusst, dass ich keine Kolumbianerin war, sondern eine Ausländerin aus einem direkt angrenzenden Nachbarland. Nun weiß ich heute, dass an Kolumbien die Länder Panama, Venezuela, Brasilien, Peru und Ecuador angrenzen. Ich bin mir heute sicher, dass ich aus Peru kam, denn diesbezüglich habe ich auch Erinnerungen. Ich kann mich in diesem Traum nur daran erinnern, dass mich ein Ehepaar in seinem Haus versteckt hielt, denn ich war auf der Flucht. Und ich wusste nur eins, wenn man mich erwischen würde,
dann würde man mir das Herz aus dem lebendigen Leib herausreißen und den Göttern opfern. Die Angst in diesem Traum war so wirklich, dass ich schreiend, schweißgebadet und tränenüberströmt aufwachte. Ich hatte mich bis dato nie mit der Geschichte Südamerikas beschäftigt, begann mich nun aber einzulesen. Und dabei erfuhr ich, dass die Mayas und Inkas nicht selten Menschenopfer gebrauchten, um ihre Götter zu besänftigen. Dabei wurden vorzugsweise Menschen aus Nachbarländern geopfert, mit denen man meist im Krieg stand. Heute, Jahre später, ist meine beste Freundin Kolumbianerin. Und es mag merkwürdig klingen, aber nicht selten habe ich ein Déjà-vu, wenn wir zusammensitzen und einfach so reden und lachen. Sie hält bedingungslos zu mir und ich habe den Eindruck, dass das unsichtbare Band, das uns zusammenhält, schon uralt ist, auch wenn sie einige Jahre jünger ist als ich. Mein Gefühl ist, dass wir auch heute noch bereit wären, durch dick und dünn miteinander zu gehen. Der letzte Traum, der mich offensichtlich in ein früheres Leben zurückführte, war eigentlich gar kein richtiger Traum, sondern glich mehr einem Dialog mit einer anderen Welt bzw. einer anderen Dimension. Ich beginne von Anfang an. Ich hatte einen Tag frei, es war etwa 6 Uhr morgens, mein Mann verabschiedete sich von mir und ich schlief wieder ein. Ich begann zu träumen. Nun weiß ich aus meiner Arbeit als Lehrerin, dass das Gehirn immer die letzte Information des Vortages verarbeitet. Was man also in den letzten Stunden des Tages erlebt oder gelesen hat, taucht meistens während der Nacht in Form von Träumen wieder auf. Deshalb weiß ich bis heute noch nicht, woher diese Art von Traum kam. Ich träumte, dass ich dem Tod sehr nahe bin und dass man mich exekutieren will. Man führte mich über einen Platz und ich sah das Gerüst aus Holz, das man eigens für die Exekution aufgebaut hatte. Ich überlegte zu fliehen, denn schließlich hatte ich nichts zu verlieren. Würde es klappen, war es ja gut. Wenn nicht, hätte ich es zumindest versucht. Und ich war schon dabei, mich loszureißen, als ich jäh aus dem Schlaf gerissen wurde, denn es klingelte das Telefon. Verwirrt und von dem Traum noch komplett durcheinander, stand ich auf. Der Radiowecker zeigte 6.30 Uhr morgens an. Wer mochte das nur um diese Uhrzeit sein? So ging es mir durch den Kopf. Dann hob ich den Hörer ab und eine Frau war am Telefon, die mich beruflich kontaktiert hatte und jetzt einen Rat von mir wünschte. Ich war komplett verärgert, doch weniger wegen der frühen Uhrzeit, sondern weil ich immer noch sehr irritiert war und mich verfolgt fühlte. Ich sagte ihr, sie solle mich in Ruhe lassen, was eigentlich nicht so meine Art ist, und hängte auf. Daraufhin legte ich mich wieder ins Bett und schlief sofort wieder ein. Und jetzt geschah etwas Eigenartiges. Der Traum setzte sich fort. Ich erwachte nun in einer anderen Art von Welt. Ich konnte mich an die geplante Exekution erinnern, wusste aber nicht, ob man sie ausgeführt hatte. Ich kam also in dieser anderen Welt an und eine Frau stand vor mir. Ich fragte sie, ob ich tot sei, und sie bejahte. Dann sagte ich zu ihr, dass ich schon vermutet habe, tot zu sein und dass dies gar nicht so schlimm war. Nur die etwas düstere Landschaft irritierte mich. Es schien dort Abend zu sein und ich konnte nicht viel sehen. Deshalb fragte ich sie, warum es hier so düster sei und ob ich nun in der Hölle gelandet war. Aber sie verneinte und meinte, das hier ist nur so eine Art Übergangslösung. Hier ist alles frei. Du kannst einfach weitergehen, um ins Licht zu gelangen. Immer noch überrascht von meinem Tod, sagte ich nun zu ihr, dass ich mich an überhaupt nichts mehr erinnern könne und ob sie mir mein Todesdatum sagen könnte. Sie antwortete bereitwillig und sinngemäß deshalb, weil unsere Kommunikation mehr telepathisch ablief und mehr als ein Traum war, nämlich tatsächlich ein Dialog mit jemandem. Jedenfalls antwortete sie, es war Donnerstag,
der 22. November im Jahre Null. Ich verneinte, denn ich verstand, dass sie den Donnerstag, 22.11. im Jahre 2000 meinte und antwortete ihr, dass das nicht sein könne, denn im Jahre 2000 war ich bereits verheiratet und lebte im Süden von Deutschland. Daraufhin antwortete sie, dass sie ja nicht das Jahr 2000 meinte und übermittelte mir nochmals, telepathisch und mit Nachdruck. Es war Donnerstag, der 22. November im Jahre 1900. Sie sagte noch etwas von 8 Uhr und ich wollte ihr noch antworten, war aber mit einem Schlag wach und hatte den Eindruck, dass ich nicht aus einem Traum erwacht war, sondern mich zuvor mit jemandem richtig unterhalten hatte. Und jetzt hatte ich schlagartig die Welt gewechselt. Und da die Präsenz dieser unbekannten Frau und dieser unbekannten Welt noch so gegenwärtig war, stand ich sofort auf und startete meinen Computer, um das Datum zu überprüfen. Und siehe da, der 22. November 1900 war tatsächlich ein Donnerstag. Und es gab noch eine Merkwürdigkeit in diesem Zusammenhang. Nur wenige Tage später war ich mit einem guten Freund in einem Münchner Restaurant verabredet. Ich spürte das dringende Bedürfnis, ihm von diesem Traum zu erzählen. Sagte er doch immer, dass er an ein Leben, an den Tod glaube, doch in einer anderen Form. Wir seien nun Wassertropfen, die ins Meer zurückkehrten. Und ich wollte ihm klar machen, dass wir mehr als diese Wassertropfen waren. Mein Freund, den ich an diesem Abend zum letzten Mal sehen sollte, starb nur wenige Tage später ganz unerwartet an einer Lungenembolie. Susanne endet hier. Aber es gibt noch einiges von meiner Seite hinzuzufügen. Wir konnten hören, dass Susanne mit 4 bis 5 Jahren Erinnerungen an ein früheres Leben hatte. Ein Leben, in dem sie auch dieses Alter von 4 bis 5 Jahren hatte. Und in dieser Erinnerung an etwas, das wie etwas Selbsterlebtes für sie war, hatte sie eine Nahtoderfahrung und auch wieder nicht. Das ist hier sehr interessant, denn wenn wir Susannes Erinnerungen ernst nehmen, dann berichtet sie vom Sterben. Sie berichtet vom Sterben, ohne in ihr Leben zurückgekehrt zu sein, sodass sie davon Zeugnis ablegen würde. Nein, sie berichtet vom Sterben aus der Erinnerung an ein früheres Leben. Ich lese in den Kommentaren manchmal die Kritik, dass die Leute in den Nahtoderfahrungsberichten nicht tot waren, denn sie waren ja lebendig, um wovon auch immer zu berichten, weshalb niemand tot war und dass das deshalb alles Humbug ist. Natürlich ist so ein Kommentar höchst oberflächlich, denn es gibt genügend dokumentierte Fälle, wo die Rückkehrer aus medizinischen Gründen unter klinischen Bedingungen praktisch in den Tod geführt wurden. Und sie alle berichten das Gleiche. Und ich dachte mir bei Susannes Bericht gleich, dass hier jemand vom Tod berichtet, ohne ins Leben zurückgekehrt zu sein. Und das klingt paradox. Widerspruch! Unmöglich! Mag jemand aus dem Publikum laut rufen. Man könnte auch den Standpunkt einnehmen, dass unsere Vorstellungen von dem, was logisch und möglich ist, vielleicht nicht so fundiert sind, wie wir oft glauben möchten. Und Susannes Erinnerungen deuten genau das an. Der Computer zwischen unseren Ohren arbeitet in verschiedenen Frequenzbereichen. Einer davon ist der Theta-Wellen-Frequenzbereich. Und hier ist, was wir soweit dazu wissen. Diese Theta-Wellen-Frequenz misst zwischen 4 bis 8 Zyklen pro Sekunde und ist bei Kindern zwischen 2 und 6 Jahren vorherrschend. Kinder, die in Theta arbeiten, sind sehr mit ihrer inneren Welt verbunden. Sie leben im Reich der Fantasie, träumen vor sich hin und können noch keine Anzeichen von kritischem, rationalem Denken zeigen. Dies ist ein hervorragender Lernzustand, in dem das Kind offen für Anregungen ist. Diese Kinder akzeptieren wahrscheinlich alles, was du ihnen erzählst, als wahr. Auch Menschen in Hypnose
und Tiere befinden sich in dieser Frequenz. Und mit diesem Argument könnte man das, was Susanne berichtet, einfach vom Tisch wischen. Hier wird von Fantasie, kritischem und rationalem Denken gesprochen. Es wird aber auch von Hypnose im gleichen Zusammenhang gesprochen. Im gleichen Zusammenhang. Nun ist es jedoch so, unter Hypnose kann jemandem suggeriert werden, dass er mit einer Zigarette verbrannt wird, während er doch nur mit dem stumpfen Ende eines Bleistifts berührt wurde. Doch jetzt beginnt die Magie, die auch niemand erklären kann. Es können sich daraufhin tatsächlich Brandblasen an der betroffenen Stelle bilden. Genauso, als ob derjenige wirklich mit einer Zigarette dort verbrannt worden wäre. Was ist also wahr? Diese Frage steht doch im Raum. Was ist Wirklichkeit? Eine objektive Wirklichkeit, also etwas, das für alle gleich ist, sollte dafür keinen Platz besitzen. Aber in einer subjektiven, persönlichen Wirklichkeit ist dieses Phänomen nichts Unbekanntes. Das wird noch viel stärker deutlich bei dem, was als multiple Persönlichkeitsstörung bekannt ist. Und das hat nun rein gar nichts mit Susanne zu tun. Doch es geht darum, dass Wirklichkeit und dass unser Ich nicht genau das ist, was wir allgemeinhin glauben, was es ist. Bei Menschen mit multipler Persönlichkeitsstörung können sich auch körperliche Fähigkeiten völlig ändern. Beispielsweise tödliche Allergien können bei einem Teil der Gesamtpersönlichkeit aktiv sein und bei einem anderen Teil überhaupt nicht. Ein Teil kann extrem kurzsichtig sein, ein anderer aber nicht. Und so weiter. Das Bild wird klar. Wirklichkeit ist etwas, woran wir alle gemeinsam glauben. Wenn aber jemand, wie ein Kind, etwas anderes glaubt, können wir dann mit Sicherheit behaupten, dass die Freunde und Spielgefährten, die allgemein als eingebildete Freunde bezeichnet werden, dass diese Freunde nicht wirklich für das Kind da sind? Auch bei Tasso und Christine konnten wir ja kürzlich erfahren, dass sie Zugang zu Informationen erhalten, die eigentlich nicht verfügbar sein sollten, wenn wir dem üblichen Weltbild glauben wollen. Um auf Susannes Fall zurückzukommen, für die, die das noch nicht wissen, es gab Dr. Ian Stevenson und er war ein in Kanada geborener amerikanischer Psychiater, Gründer und Leiter der Abteilung für Wahrnehmungsstudien an der University of Virginia School of Medicine, also der Universität von Virginia, der dortigen Fakultät für Medizin. Er war dort 50 Jahre lang Professor. Und er hat das Phänomen von Erinnerungen an vergangene Leben über Jahrzehnte mit Akribie untersucht. Er hat Tausende von Fällen gesammelt und die näheren Umstände untersucht. Und in vielen Fällen war es ihm und seinem Team möglich, die Details in den Berichten, so wie beispielsweise hier von Susanne, zu überprüfen und zu bestätigen. Was heißt das? Das heißt, Kinder haben von vergangenen Leben berichtet, schon immer, über Kontinente und Zeiten hinweg. Sie haben von den Umständen ihres Todes berichtet, sie haben von ihren vergangenen Familien und Freunden in anderen Gegenden der Welt berichtet. Und in vielen Fällen konnten diese Informationen bestätigt werden. Es war so, wie diese Kleinkinder berichtet hatten. Und es ist doch im Grunde so, dass wenn auch nur ein einziger solcher Fall bestätigt werden kann, dass damit ein Weltbild verändert werden sollte. Ich meine, im Rahmen der gesamten Kultur sollte das breit kommuniziert werden. Nun ja, man könnte sagen, dass ich das hier auch mache. Aber erstens sind es viele, viele Fälle und zweitens, und das ist das Problem, wenn man so will, ich habe kürzlich die Marke von 2 Millionen Videoaufrufen auf Dodefi durchbrochen. Ändert sich dadurch was? Ändern wir uns dadurch, dass wir von all diesen Wundern erfahren? Doch ich will euch noch etwas sagen. Ich will euch sagen, dass es gar keine Wunder sind. Wunder sind das nur aus einer stark eingeschränkten Weltsicht. Keine Wunder sind es,
Wenn wir begreifen, wie die Welt wirklich funktioniert, keine Wunder sind es, wenn wir begreifen, dass wir in Wahrheit Seelen sind, die hier als Menschen angetreten sind, um Erfahrungen zu machen. Und keine Wunder sind es, wenn wir auch durch Berichte wie von Susanne begreifen, dass wir nicht nur einmal leben. Mehr noch, keine Wunder sind es, wenn wir begreifen, dass es den Tod der Seele nicht gibt. Es gibt nur Leben. Und wir leben als Mensch auf diesem wunderschönen Planeten, um unsere Fähigkeit, Liebe zu empfinden und Liebe auszustrahlen, zu entwickeln, sodass auch andere sie empfinden können. Darum geht es. Und wenn uns das nicht so erscheint, dann einfach nur deshalb, weil wir in die falsche Richtung blicken. Gestern im Supermarkt hat mich eine Angestellte, die dort gerade die Regale auffüllte, super freundlich angestrahlt und mir einen guten Tag gewünscht. Und später dann hat der Kassierer mich auch super freundlich angestrahlt und mit Geduld bedient, weil ich meine Karte nicht dabei hatte und das Bargeld nicht ganz gereicht hatte. Was für ein schöner Einkauf das war. Irgendwo habe ich mal gehört, dass Schönheit die Welt rettet. Und dazu gäbe es viel zu sagen, aber der Punkt hier ist vielleicht, sich der Schönheit im Innen wie im Außen aktiv zuzuwenden. Denn das bedeutet auch, sich von der Hässlichkeit, die es auch gibt, abzuwenden und ihr die Aufmerksamkeit zu entziehen. Und wie eine Pflanze ohne Licht und ein Tier ohne Nahrung kann das Hässliche in der Welt nicht ohne Aufmerksamkeit bestehen. Schönheit rettet die Welt. Und ich will meinen, dass die Audiobücher auf meinem Kanal und besonders der Wandkalender ein kleines bisschen zur Schönheit in unserer Welt beitragen. Denn sie erinnern uns immer daran, was wirklich wichtig ist. Unsere Fähigkeit zu lieben.